Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Animal Crossing New Leaf. Einem Projekt, was ich unter sehr spontanen Umständen gestartet habe und was eine sehr, sehr große Popularität von euch bekommen hat. Und dafür möchte ich euch jetzt einfach mal hier direkt Danke sagen. Eigentlich sollte ich schon ein neues Haus haben, weil ein Tag vergangen ist. Aber ich habe den 3DS noch nicht ausgemacht, weil ich aktuell noch keine Möglichkeit gesehen habe zu speichern. Weil ich glaube, ich hätte sozusagen dieses Intro noch nicht abgeschlossen habe. Trotzdem ist jetzt sozusagen schon ein Tag vergangen und ich penne immer noch in meinem Zelt. Ich schätze, dann in der Folge morgen werden wir ein Haus haben. Unser erstes eigenes Haus. Und ich habe schon so viele Tipps von euch bekommen. Damn. Also wie man in dem Spiel reich wird und was man alles tun soll. Eine Sache, die ich jetzt hier schon sehe, die hat mir die liebe Freefall geschrieben. Oder der gute Tim, den kenne ich nämlich persönlich. Er hat mir gesagt, ich muss mein ganzes Dorf mit 1A-Kirschbäumen vollpflanzen. Und ich denke, 1A-Kirschen ist genau diese Kirsche, die hier ist. Diese Kirsche, die so ein bisschen Gold ist, sage ich mal. Ich glaube, das sind 1A-Kirschen. Sprich, ich muss neue Bäume mit dieser Frucht pflanzen und dann diese 1A-Kirschen in einer anderen Stadt verkaufen. Dann würde ich 125.000 Sternis circa für ein volles Inventar davon bekommen. Klingt mega geil. Danke auf jeden Fall für den Tipp und auch an alle anderen. Zum Beispiel, dass ich mit einer Schaufel gegen Steine hauen muss, dass seltene Erze und Geld rauskommt und auch an alle anderen. Gerne mehr Tipps davon. Ich lese mir das alles gerne durch. Jetzt würde ich aber erstmal sagen, spielen wir den Prolog zu Ende, weil wir sind sozusagen immer noch im Intro des Spiels. Und wir wollen ja doch das Ganze hier mal abschließen, denn wir müssen uns jetzt erstmal anmelden. Wir haben jetzt eine Adresse. Jetzt müssen wir uns erstmal registrieren. Oh, Bürgermeister Hebi, du bist zurück. Und hast den perfekten Ort für dein Zuhause gefunden, ne? Jo! Das freut mich zu hören. Dann hoffe ich mal, dass dein Haus schon bald fertiggestellt ist. In einem Zelt zu wohnen kann auf Dauer ziemlich anstrengend sein. Was deine Anmeldung betrifft, es ist alles vorbereitet. Ich bräuchte aber eine weitere Angabe von dir. Wann ist dein Geburtstag? Oh, das ist schon eingestellt. Ja, der 17. Februar ist es. Du hast am 17. Februar Geburtstag, richtig? So sieht's aus. Vielen Dank. Hier, bitte. Und kriegen wir jetzt eine Art Pass? So eine Art Perso-Ausweis? Das ist dein ganz persönlicher Bürgerpass. Damit kannst du beweisen, dass du in Hübingen wohnst. Dein Bürgerpass wird ständig aktualisiert und zeigt deine neuesten Profildaten an. Berühre das Menschensymbol auf dem Touchscreen, um dir genauer anzusehen. Mit ihm kannst du jederzeit andere Städte besuchen. Mit deinem Bürgerpass hast du beispielsweise Initiativen immer im Blick. Initiativen? Die Teilnahme an Initiativen bringt dir Coupons ein, die du später für praktische Dinge einlösen kannst. Okay. Weiteres hierzu kannst du nachher in deinem Bürgerpass nachlesen. Das werde ich machen. Also gut, damit hätten wir soweit alles erledigt. Jetzt möchte ich dich doch noch bitten, an einer kleinen Feier anlässlich deiner Ankunft teilzunehmen. Wirf doch bitte einen Blick auf die Karte auf dem Touchscreen. Der Ort mit dem X ist der Festplatz. Dort finden ab und an besondere Veranstaltungen statt. Wir möchten, dass du auf dem Festplatz einen Baum als Symbol für unsere Stadt pflanzt. Ich führe dich hin. Okay. Eine Party? Ja, da bin ich natürlich direkt am Start, Friends. Yay! Alles klar. Bitte nimm dieses Bäumchen. Okay. Ein Baumsamen? Mit A pflanzt das Bäumchen ein. Das wird dein erster großer Akt der Bürgermeisterlichkeit. Na dann, pflanzen wir doch mal unser süßes Bäumchen ein. Am 3. Juli 2017 ist es Bürgermeister Hübi in Hübingen angekommen. Ja, eigentlich bin ich ja gerne am 2. Juli angekommen. Aber ich habe ein kurzes Nickerchen gemacht über eine längere Zeit. Gute Arbeit, Bürgermeister Hübi. Hoffentlich wird dieses Bäumchen genauso wachsen und gedeihen wie Hübingen. Wir sind alle gespannt, wie sich Hübingen mit dir als Bürgermeister entwickeln wird. Und ich denke, mit meiner Community im Rücken wird sich Hübingen prächtig entwickeln, bin ich mir sicher. Alles klar, das Bäumchen ist eingepflanzt. Gönn dir jetzt mal ein bisschen Ruhe, Herr Bürgermeister. Ich sollte jetzt zurück ins Rathaus. Ich habe noch nichts zu erledigen. Sieh dich doch ruhig ein bisschen in der Stadt um und stell dich deinen Nachbarn vor. Und falls du etwas nicht verstehst, du weißt, was du tun sollst. Keine Sorge. Du kannst mich im Rathaus immer nach Ratschlägen fragen. Hau rein. Okay. Ist jetzt hiermit das Intro offiziell abgeschlossen? Ah, und jetzt wird gespeichert. Wisst ihr was, Freunde? Ich überlege gerade, ob ich jetzt kurz das Spiel neu starten soll. Ah, jetzt kann ich meinen Fortschritt speichern und das Spiel jederzeit beenden, ne? Drücke Start und dann speichern und beenden. Ich glaube, genau das werde ich jetzt tun, weil ich denke, dann haben wir ein Eigenheim. Würde ich jetzt mal schätzen. Hallo miteinander, ein neuer Tag hat begonnen.
Ja, es ist 6:30, aber ein neuer Tag hat begonnen. Es wird direkt nochmal gespeichert. Okay, ich denke, jetzt startet der offizielle Teil des Spiels, wenn ich das richtig verstehe. Ja, hier wären wir und ich habe sogar Post und hier ist der Postbote. Peter. Hi, Peter. Oh, hallo, Bürgermeister Hübi. Ich habe Post für dich. Ich habe sie dir in den Briefkasten geworfen, also schau mal dort nach, wenn du Zeit hast. Wenn dein Briefkasten voll ist, kann ich dir keine Briefe zustellen, also leer ihn regelmäßig aus. Dass du Post hast, erkennst du an diesem kleinen blinkenden Symbol an deinem Briefkasten. Also gut, ich muss weiter. Wir sehen uns. In Ordnung. Peter hat uns Post gebracht. Zum Glück Peter und nicht die Peter. Okay. Na dann, da habe ich schon einen Brief mit einem Geschenk gesehen. Wollen wir doch direkt mal nachgucken, was wir da bekommen haben. Für euch auf dem Touchscreen natürlich. Gib mir das Geschenk. Von Nintendo. Von Nintendo. Okay. Glückwunsch zum Umzug und viel Spaß mit Animal Crossing New Leaf. Welcome, Amiibo. Solltest du die Hilfestellung benötigen, schlage in diesem Buch nach. In welchem Buch? Das Buch? Nein, unbekannter Absender. Okay. An Hübi, Glückwunsch zu deinem neuen Job im Rathaus. Eigentlich wollte ich der neue Bürgermeister werden, aber mir kam etwas dazwischen. Du schaffst das schon. PS, erzähl es bitte keinem. Von wem ist der Brief? Keine Ahnung. Aber hier packen wir jetzt mal das Geschenk aus und ich denke, hier ist die Bedienungsanleitung. Okay, und zwar als Möbelstück. Das ist geil. Dann würde ich sagen, steppen wir einfach mal hier in unsere Wohnung und legen einfach mal das Buch auf den Boden, oder? Entschuldige die Störung, Herr Bürgermeister. Warum redest du in meinem Haus? Warum kommst du hier rein? Wie aufregend. Das ist ja wie im Zeltlager. Das erinnert mich an meine Kindheit. Abends hat sich dann immer jeder eine Kartoffel über dem Lagerfeuer gegrillt. Ja, schön, aber ich hätte lieber ein Haus. Oh nein. Bin wieder abgeschweift, tut mir leid. Wie auch immer, ich habe dir ja Schönes mitgebracht. Oh, nochmal ein Möbelstück? Eine Laterne. Die habe ich mir im Schrank im Rathaus gefunden. Ich dachte, sie wäre perfekt für dein Zelt. Okay. Danke. Dann würde ich sagen, platzieren wir die einfach mal. Das ist die Laterne, ne? Ja. Oh, wie schön. Genau, so und als nächstes vielleicht vor die Laterne drücke, um sie anzumachen. Wow. Was für ein schönes Eigenheim ich hier habe. Sie ist so alt, dass ich mir noch nicht sicher war, ob sie noch funktioniert. Aber sie leuchtet einwandfrei. Du kannst sie auch vor die Laterne stellen, A gedrückt halten und das Schiebepad bewegen. So kannst du die Laterne schieben und drehen. Mhm. Und mit A kannst du sie wieder ausschalten und mit Y kann ich sie wieder einpacken. Das wäre alles von mir. Sorry, ich bin ja mal wieder weg. Ja, schön, danke. Eigentlich wollte ich hier gar nicht so viel Zeit verbringen. Denn ich wollte jetzt nämlich schon mal anfangen, Kirschen zu sammeln. Direkt mal ein bisschen Cash verdienen. Wir brauchen ja Patte, dass wir hier in Hübingen was erreichen und mir dann erstmal die ersten Werkzeuge kaufen. Denn da vorne sehe ich schon einen Insekt am Baum. Ich sehe hier schon was im Boden und... Was ist das hier? Hallo? Wer bist du? Ah, oh, das ist diese Wahrsagerin. Kihamota, Kihamota, Jihitatatata. Du liebe Güte, du, dich umgeben die strahlenden Auren strahlender Sterne. Ich, Smeralda, kann dir die Zukunft weissagen oder auch, wie du gar prächtige Schätze findest. 500 Sternis, ich bin pleite. Du kannst mir auch eine... Okay, aber in Ordnung. Smeralda ist da. Gut zu wissen. Ich glaube, die kann irgendwelche besonderen Events triggern. Kann das sein? Aber ich bin mir nicht sicher. Das habe ich nochmal irgendwie in Let's Go to the City mitbekommen. Aber das war eigentlich gar nicht mein Ziel. Hier wächst unser Stadtbaum. Mal gucken, was auf dem dann wächst. Aber eigentlich wollte ich heute einfach nur ein bisschen Cash verdienen. Indem wir einfach mal Kirschen sammeln. Ich glaube, eine andere Möglichkeit. Boah, da ist nochmal ein Insekt. Indem wir sozusagen hier einfach Kirschen sammeln. Und die dann bei Tom Nook verkaufen. Und dann, wie kann ich das aufheben? Ah, auf Y, okay. Und dann sozusagen von dem erwirtschafteten Geld uns direkt mal die ersten Werkzeuge kaufen. Oder vielleicht mal eine Angel oder eine Axt oder was auch immer. Dass wir wenigstens irgendwas erreichen können. Und einfach hier mal jetzt sozusagen das direkt mal als erste Chance nutzen. Hier ist Unkraut. Weg damit. Das direkt mal als erste Chance nutzen. Einfach ein bisschen, ja, euch zu präsentieren, wie ich mir das ganze Systemprojekt vorstelle. Denn heute war schon wieder ein sehr, sehr spannender Tag für mich. Heute ist meine vorletzte Woche Berufsschule gestartet. Was da oben ist, gucken wir auch noch nach. Und wir haben die Wirtschaftsprüfung rausbekommen. Damn, Friends.
Und ich hatte echt Angst, dass ich da richtig verkackt habe. Das heißt verkackt, also ich hatte Angst, dass ich einen Vierer bekomme. Und ein Vierer ist für mich in der Berufsschule verkackt. Aber es wurde ein Zweier. Und wisst ihr doch, warum? Weil ich einfach bei den Aufgaben, wo ich keinen Plan hatte, was da hinkommt, da habe ich dann einfach irgendwas hingeschrieben, wo ich dachte, ja, das könnte schon richtig sein. Und habe dann wirklich bei diesen Aufgaben, wo ich keinen Plan hatte und irgendwas hingeschrieben habe, habe ich dann, glaube ich, von 5 Punkten, die man maximal bekommen kann, durch die 2 Aufgaben, glaube ich, 3 bekommen. Durchs pure Rat, ne? Und dadurch habe ich mich dann auf einen Zweier gerettet. Und damn, ich hatte gehofft, dass ich einen Dreier bekomme, mit einem Vierer gerechnet und einfach einen Zweier kassiert. Das hat mich ziemlich gefreut. Was haben wir hier? Oh, das neue Freya zieht zu uns. Interessant. Wer wohnt hier? Hier ist Jens. Wer war Jens? Ich weiß es nicht, aber der ist nicht daheim, weil das Licht nicht an ist. Hey, wer bist du denn? Das weiß ich nicht. Siri, warum bist du angegangen? Jetzt ist gerade Siri angegangen an meinem iPhone. Hey, Herr Bürgermeister, ich bin Jens. Darf ich dich auch einfach Hübi nennen? Ja, Herr Bürgermeister, klingt so komisch. Außerdem siehst du ganz freundlich und locker aus. Oh, danke. Du gehst doch bestimmt mal mit mir Popcorn essen. Ja. Popcorn essen? Bro, in Ordnung, wir gehen mit Sicherheit mal Popcorn essen. Ja, auf jeden Fall haben wir heute Wirtschaft rausbekommen. Das wurde ein Zweier, was mich sehr gefreut hat. Und morgen schreibe ich meine letzte Prüfung. Da schreiben wir Sozialkunde. Mega ätzend. Ich finde, Sozialkunde ist so ein trockenes Fach in der Schule, wenn der Lehrer es nicht schafft, es richtig zu gestalten. Grundsätzlich würde mich diese ganze Politik-Sache und so schon interessieren, muss ich zugeben. Aber so wie unser Lehrer das gestaltet, das ist einfach nur Abschuss, wirklich. Entschuldigt bitte, wenn ich auch hier immer einen Schluck Kaffee trinke. Aber ich brauche irgendwas ein bisschen, um meine Stimme zu ölen. Der lange Stream gestern hat die etwas belastet, nenne ich mal. Aber zu Immunuk will ich nicht. Ich will hier in Schlepp und Neps laden. Geiler Name. Ja, also morgen schreibe ich meine letzte Prüfung. Oh, süß. Willkommen. Ja. Oh, kann es sein, dass du unseren bescheidenen Laden zum ersten Mal betrittst? Hier findest du eine Auswahl an verschiedenen Möbeln und sonstigen Waren. Wie du siehst, ist der Laden klein, aber fein. Viel Spaß beim Einkaufen. Dankeschön. Ich würde aber erstmal gern verkaufen, muss ich sagen. Ich will verkaufen, ja. Ich habe ganz viele Kirschen gesammelt. Okay, was war es gerade mit der Fundgrube? Dass du andere Preise für deine Waren angeboten bekommst als bei uns. Außerdem gibt es Dinge, die du nicht bei uns, sondern nur direkt in der Fundgrube verkaufen kannst. Okay. Ich glaube, zur Fundgrube wurde mir auch mal was in die Kommentare geschrieben. Aber das habe ich leider wieder vergessen. Das tut mir leid. Also, das werde ich mir nochmal durchlesen mit der Fundgrube. Aber da wurde mir auch geschrieben, dass ich gewisse Dinge, glaube ich, nur in der Fundgrube kaufen soll oder so. Ich habe das nicht mehr ganz im Kopf. Muss ich nochmal schauen. Ja, aber wie gesagt, grundsätzlich finde ich Politik und so ein wirklich spannendes Thema. Aber so wie unser Lehrer das gestaltet, mega ätzend, ohne Scheiß. Es ist wirklich einfach nur so, er legt ein Blatt Papier. Ich weiß, wie ich, glaube ich, das Werkzeug verwende. Er legt einfach nur ein Blatt Papier vorne auf den Beamer. Oh, das ist kein Beamer, es ist eher so, das ist so eine kleine Kamera, die da aufgestellt ist. Und die findet dann das Arbeitsblatt, das ist sozusagen das, was die Kamera aufnimmt, wird dann auf einen Beamer geworfen. Auf jeden Fall legt er da einfach ein Arbeitsblatt hin. Wir bekommen dasselbe Arbeitsblatt. Allerdings fehlt auf diesem Arbeitsblatt die Hälfte der Sachen. Sozusagen, wir sitzen einfach nur da und schreiben dieses Blatt ab. Und ohne Scheiß, es ist so ätzend. Es ist wirklich super langweilig. Und während wir das Ganze abschreiben, erzählt er dann, was auf dem Blatt steht. Er liest es dann sozusagen vor und erklärt es. Aber ich kann nicht abschreiben und dem Lehrer zuhören gleichzeitig. Jetzt könnt natürlich schlaue Leute sagen, ja, aber dann hör doch erst dem Lehrer zu und schreib's danach ab. Nein, das ist nicht möglich, wirklich. Ganz einfach aus dem Grund, weil er das mit einem Affentempo durchzieht. Und vor allem, wir haben ihn teilweise 3 Schulstunden hintereinander. Und du sitzt einfach nur 3 Schulstunden dran und schreibst und schreibst und schreibst. Und hast einfach so einen Krampf irgendwann mit den Händen. Ganz, ganz gruselig. So, jetzt sind wir hier in der Schneiderei. Und das ist Tina. Hi, grüß dich. Tritt in unsere Schneiderei ein. Sag mal, bist du nicht der neue Bürgermeister? War gar nicht so schwer, dich zu erkennen. Über dich spricht ja gerade die ganze Stadt. Ah, ist das so? Oh. Unser Geschäft ist auf von Hand gefertigte Kleidung spezialisiert. Wenn du nach Accessoires suchst, seh dich doch bitte im Geschäft eine Tür weiter um. Okay, also hier gibt's Schirme, Kleidung.
ja, Schirme und Kleidung. Und mir wurde gesagt, ich soll jeden Tag mit der Dame in der Nähmaschine reden. Mit Sina. Wenn du etwas brauchst, wende dich doch bitte an meine Kollegin dort drüben. Und wenn man das wohl öfter macht, dann wird die wohl ein bisschen zutraulicher, wurde mir gesagt. Ja, aber mit 200 Sternis kann ich noch nicht viel erreichen. Ich muss sagen, diese grüne Shorts finde ich ganz geil. Oder hier diesen Pulli. Oder das T-Shirt mit der 23 drauf. Das hat ein bisschen Stil, aber ich denke, da werde ich mir auch nochmal irgendwann selber was designen. Mal sehen. Hier drüben gibt es noch Accessoires. Gucken wir uns auch mal an. Oh, hier ist auch noch eine nette Igelin. Eine Gasmaske. Okay, hier ist diese typische Brille mit der Nase und dem Bart. Sieht auch stylisch aus. Eine 3D-Brille. Ein Rugby-Helm. Oder eher so ein Kickbox-Helm ist das, ne? Ja, okay, aber jetzt irgendwie nicht so Sachen, die mich ansprechen. Aber auch mit dir quatschen wir mal. Oh, Samtea. Oh, sag Bescheid, wenn du das anprobieren möchtest. Ja, werde ich hier vielleicht auch mal herzlich begrüßt? Deine Kollegin aus dem anderen Laden war irgendwie viel netter zu mir. Aber gut, dann haben wir uns auch mal die Schneiderei angeschaut. So, aber ich würde sagen, wir machen uns dann einfach jetzt mal direkt auf den Weg, mal den Stein zu suchen, an dem irgendwie dieses seltene Erz oder Geld rauskommen soll. Wie gesagt, jeden Tag an einem anderen Stein soll man wohl mit der Schaufel dagegen hauen und dann passiert da was. Und ich bin in die schönen roten Blumen gelaufen. Und ich denke, wir gehen heute auch mal runter ans Meer und gucken uns das mal an. Das haben wir auch noch nicht begutachtet. Ihr merkt, wir haben noch so viel zu tun. Kescher gab es heute leider nicht, um irgendwelche Insekten zu fangen. Das wird wohl, den werden wir wohl später noch kaufen müssen. Oh, hallo, Entschuldigung, würdest du mal kurz herkommen? Wer spricht da? Was? Wer? Oh, welch ein Glück. Verzeihung, ich habe mich nicht vorgestellt. Lampe, mein Name, pardon. Ich komme aus einer Lampe. Ist mir sehr unangenehm, aber ich müsste mich noch um einen Gefallen bitten. Könntest du die Lampe an einen ruhigen, sicheren Ort bringen? Vielleicht schützt sie dir nach Hause? Ich würde mich natürlich erkenntlich zeigen. Was hältst du davon? Okay. Ein Genie? Nein, du sollst nicht schaufeln, du Kobold. Nimm die mit. Sehr gut. Okay. Ist es normal, dass direkt ein Genie auftaucht? Hier ist auf jeden Fall ein Fossil im Boden. Oh yeah. Und ich sollte es direkt zum Museum bringen. Das werde ich machen. Ich glaube, die kann man auch teuer verkaufen. Aber es ist natürlich erstmal meine Priorität, die ganzen Sachen, die ich finde, ins Museum zu bringen. Und erst wenn ich Sachen dann doppelt finde, werde ich sie verkaufen. Das wurde mir auch geraten. Ich weiß, eigentlich müsste man das Museum nicht vervollständigen. Aber ich finde das cool, wenn man so nach und nach das Museum sozusagen einfach vervollständigt. Oh, hier ist eine Falle. Ja. Wenn ich da reingetreten wäre, wäre ich mal eben im Boden eingebrochen. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Wie gesagt, meine ganze Erfahrung kommt nur von Let's Go to the City. Noch mein Fossil, wunderbar. Ja, also morgen schreibe ich meine letzte Prüfung. Ich habe dann zwar am Montag nochmal ein Referat, aber das ist ein 3-Minuten-Referat. 3 Minuten in Englisch. Ein 3-Minuten-Referat über ein Thema unserer Wahl, ja. 3 Minuten lang, das ist so lächerlich. Ich habe mir das Thema Shindy ausgesucht. Einfach, weil ich mich sehr gut mit ihm identifizieren kann und auch viel über ihn erzählen kann. So, jetzt muss ich mal eben die Schaufel wegpacken, weil ich sonst den Baum nicht schütteln kann. Und ja, ich glaube, also das ist wirklich die geringste Aufwendung. Wir hatten mal im Gymi einen Englischlehrer, der hat uns 5 Minuten gegeben. Er hat uns 5 Minuten gegeben. Hey, hier ist das Erz. In diesem Stein war was drin. Oh nein, du sollst es aufheben. Ich muss mich auch an die Steuerung gewöhnen, sorry. Ist das ein Saphir ist das, oder? Ja, ein Saphir. Okay, und was bringt mir das? Wäre nett, wenn ihr mir das noch schreiben könntet. Ja. Und der hat uns teilweise 5 Minuten Zeit gegeben, um ein Thema vorzubereiten. Und darüber sollten wir ein 2-Minuten Referat halten. Jetzt können wir daheim ein Referat vorbereiten, ne? Und das soll 3 Minuten gehen, also... Ja, das Niveau auf der Berufsschule ist natürlich schon deutlich unter dem, was ich vom Gymi gewohnt bin. Aber es war mir natürlich auch bewusst, als ich auf die Berufsschule gegangen bin, weil ich sage, meine Ausbildung kann ja jeder machen. Also nicht nur Leute wie ich, die Abitur gemacht haben, sondern auch Realschüler und Hauptschüler. Und da ist natürlich so, dass das Niveau an alle angepasst werden muss. Und da bin ich natürlich, ich sag mal, mit meinem Abitur deutlich über dem Durchschnitt derjenigen, die eine Ausbildung machen. Trotzdem bin ich kein Befürworter von Leuten, die direkt nach dem Abitur direkt studieren gehen und dann denken, sie wären voll was, weil heutzutage einfach so viele Leute studieren gehen und die Firmen wirklich aktiv Leute suchen, die Praxiserfahrung haben. Also es ist doch was ich euch mitnehmen kann. Wenn ihr nicht ganz schlüssig seid,
ob ihr eine Ausbildung oder ein Studium machen sollt nach eurem Abitur. Das richtet sich jetzt natürlich auch an alle, die hier die Möglichkeit haben, zu wählen zwischen Abitur und Ausbildung. Da würde ich euch wirklich raten, macht eine Ausbildung. Weil nach der Ausbildung hat man immer noch genug Zeit zu studieren. Das ist ja auch aktuell eine Möglichkeit, die ich im Kopf habe, wie ich nach meiner Ausbildung weitermachen soll. Die andere Möglichkeit ist natürlich, einfach weiter zu arbeiten in der Firma, wo ich bin. Da muss ich einfach mal gucken, wie sich alles entwickelt, ob die mich überhaupt übernehmen wollen. Das ist natürlich auch noch eine Sache, die nicht sicher ist. Aber Firmen suchen heutzutage immer wieder Leute, die Praxiserfahrung haben. Und total viele kommen aus ihrem Studium, Bachelorstudium, und denken, boah, sie wären jetzt die Könige und sie hätten jetzt voll was gerissen. Hier ist das Cash! Ich habe es gefunden. Yay. Aber fallen dann erstmal richtig auf die Schnauze, weil sozusagen die Firmen einfach Leute mit Praxiserfahrung suchen und nicht Leute, die direkt nach dem Abitur wieder ins Studium gegangen sind und sozusagen einfach nach 12 Jahren Schule weitere 6 Jahre in Anführungszeichen die Schulbank gedrückt haben. Ich bezeichne jetzt einfach mal das Studium als Schulbank. Also ich habe mit vielen Leuten geredet, vor allem auch erwachseneren Leuten, Leuten, die auch aus der Personalabteilung kommen, und jeder hat mir gesagt, mit einer Ausbildung machst du nichts falsch. Und nach einer Ausbildung hat man immer noch genug Zeit zu studieren. Und wenn ich wirklich ein Studium noch anpeilen sollte, ich bin 21, wenn ich mit meiner Ausbildung fertig bin. Manche kommen mit 21 erst aus der Schule. Also, und dann habe ich schon eine fertige Ausbildung, Abitur. Und wenn ich dann studieren gehe, das Studium dann, wenn alles glatt läuft, das Bachelorstudium mit 24 habe, dann, aber mit 24 Abitur, Ausbildung, Studium, da stehen mir Tür und Angel offen. Glaube ich zumindest. Ich versuche jetzt gerade mal diesen Fisch zu fangen, für alle, die es interessiert. Muss einfach die Angel reinwerfen, gucken, bis der Schatten des Fisches die Angel sozusagen gesehen hat. Und dann nicht so früh rausziehen wie ich. Okay, das Angeln hat sich zu Let's Go to the City verändert. Aber ich möchte jetzt einen Fisch fangen, das ist mir wichtig. Und ich fange einen Fisch aus dem Fluss. Übrigens auch eine Sache, im Fluss sind andere Fische als im Meer. Also, dort findet ihr andere Sorten. Sprich, wenn ihr das Museum vervollständigen wollt, müsst ihr in beiden Gewässern angeln. Jetzt gucke ich mal. Gerade eben habe ich zu früh rausgezogen. Ich glaube, erst wenn das Teil unter Wasser ist, oder? Also erstmal meine... Jetzt hat... Schon wieder nicht! Digga, was? Was mache ich falsch? Ich werde jetzt einen Fisch fangen. Das ist mein Ziel. Aber ja, auf jeden Fall, das sind meine Gedanken zum Thema Beruf und so. Aber wie gesagt, dann habe ich Montag, halte ich noch mein Referat. Und dann bin ich fertig mit der 11. Klasse, Berufsschule. Dann wird erstmal wieder gearbeitet bis September. Nein, stopp! Dann gibt es noch eine Blockwoche, wo wir ein Abschlussprojekt haben. Jetzt halt habe ich, man muss früh genug drücken. Dann gibt es noch eine Woche Berufsschule, wo wir ein Abschlussprojekt machen. Aber das ist echt chillig. Und dann ist das, dann ist das Schuljahr vorbei. Und jetzt sind meine Taschen voll. Jetzt muss ich irgendwas wegwerfen. Dafür. Ich drop einfach mal die Falle. Die ist mir jetzt echt ziemlich schnuppe. Ich glaube, die ist auch nicht sonderlich wertvoll. Deswegen lasse ich die einfach mal. Und ich sehe, dieser Fisch wurde jetzt hier in mein Fangbuch eingetragen. Jetzt gehe ich nämlich hier zu Fischen. Wenn ich jetzt hier rüber scrolle, sollte da hoffentlich dieser Fisch stehen, oder? Ja. Boah, wie viele Fische es gibt. Gebt euch das mal. Okay, da habe ich einiges zu fangen. Shit, und da ist er. Der Are You Fish? Ein Sommerfisch? Ja, zu verschiedenen Jahreszeiten gibt es verschiedene Fische. Lebt im Fluss und der größte, den ich gefangen habe, ist 25,7 cm. So, und den kann ich jetzt natürlich auch ins Museum bringen. Ich muss jetzt eh wieder in die Stadt steppen, weil ich noch einiges zu tun habe. Jetzt liefere ich erst noch die Genie-Flasche daheim ab. Holy shit, wir sind schon bei 24 Minuten? Damn. Und es fühlt sich einfach an, als ob wir circa gar nichts gemacht hätten. Oder als ob wir die Folge gerade erst angefangen hätten. Okay, das ist krass. Ich stelle einfach mal die Flasche hier hin. Ich hoffe, der fühlt sich hier wohl. Kollege, alles fit? Kann ich mit dir quatschen? Hey, hier ist ein Geist! Tada! Ha, du hast mich herbeigerufen. Ich habe mich nicht vorgestellt. Buhu, mein Name, Geist aus der Lampe. Ich freue mich außerordentlich, deine Bekanntschaft zu machen. Also dann, kommen wir zu deinen Wünschen. Moment mal. Warum bin ich denn so durchsichtig? Das ist aber äußerst seltsam. Ah, das ganz verschwinde, in einen anderen Körper zu schlüpfen, könnte helfen. Hast du zufälligerweise ein Animal Crossing Amiibo und ein NFC-Lese-Schreibgerät? Dann könntest du jetzt das NFC... Das habe ich sogar.
Aber dann lass mich mal kurz cutten. Ich muss das nämlich suchen. Ich weiß nämlich nicht, wo ich das gelagert habe. Okay, ich habe es gefunden, ne? Hier ist es. Dieses Gerät, ich weiß, es ist ein bisschen überbelichtet. Dieses Gerät überträgt Amiibo-Daten auf den 3DS. Okay, ich habe das jetzt auch mal eingeschaltet. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe zwei Animal Crossing Amiibos. Halte das Animal Crossing Amiibo des Bewohners, von dem ich Besitz ergreifen soll, bitte auf das Gerät. Okay. Dann werde ich einfach mal... Soll ich da Melinda jetzt draufstellen? Ja komm, ich stell jetzt mal hier meine Melinda Amiibo drauf. Hallo Melinda. Schön, dich zu sehen, Hübi. Wie geht es dir? So, wie ich da gerade rede, klinge ich fast wie Melinda, oder? Entschuldigung bitte. Tief im Herzen bin ich immer noch der gute alte Buhu. Und nun bin ich auch davor gefeit, mich aufzulösen. Ich kann mich also wieder ganz auf dich konzentrieren. Du, der mich riefest, kannst dich meiner Kräfte bedienen und hast pro Tag einen Wunsch frei. Damn, okay. Das ist die handelsübliche Menge im Flaschengeistgeschäft. So, wo leg ich jetzt das Schreibgerät jetzt einfach mal hier in den Schrank? Nun, wie lautet dein Wunsch? Jetzt kann ich Melinda mich besuchen lassen. Ach so, über diesen Buhu kann ich sozusagen Leute in meine Stadt holen, von denen ich die Amiibo habe. Wenn ich sage, komm ich besuchen, dann bringe ich Melinda dazu, sozusagen in meine Stadt zu ziehen. Aber die ist doch sowieso schon hier. Ich gehe jetzt einfach mal auf komm ich besuchen. Sehr wohl, Melinda wird leicht telepathisch von mir heimgesucht. Bald wird Melinda ein großes Verlangen verspüren, den Wohnmobilplatz aufzusuchen. Entschuldigung, aber ich verdünnerisiere mich mal. Dieser Camping-Coupon ist ein Dankeschön dafür, dass ich deinen Wunsch erfüllen durfte. Könntest du ihn annehmen, bitte? Okay, wir haben 5 Coupons bekommen. Und jetzt verzieht er sich wieder. Verrückte Welt. Freunde, aber das soll es gewesen sein. Ich werde jetzt einfach mal an dieser Stelle das Spiel speichern. Und wenn wir dann sozusagen morgen wieder spielen, dann sollten wir ja hoffentlich endlich ein neues Haus haben. Sehe ich das richtig? Ich mach das einfach mal. Ich möchte gerne speichern und beenden. Ja, das war's nämlich mit der Folge Animal Crossing für heute. Ich hoffe auch, euch hat auch die zweite Folge gefallen. Wenn dem so war, Freunde, dann zeigt es mit dem Daumen nach oben. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr das schaut. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Das soll es gewesen sein mit Animal Crossing New Leaf für heute. Haut rein, euer Hübi.